Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu der nächsten, zum nächsten Zoobesuch, zur nächsten Zoovorstellung hier auf The Planet Zoo mit Gurbay. Ihr wisst es ja mittlerweile. Wir sind hier im Zoo Lotti tatsächlich und der Zoo Lotti ist von Selinchen gemacht worden. Und Selinchen schrieb dazu selbst, dass sie, dass das hier ein Zoo ist, der auch inspiriert wurde von teilweise von meinen Sachen und, es gibt einen, die Infotafeln sind aus dem Workshop, steht da. Und ansonsten gibt es noch ein paar Sachen, die vom Planet Zoo vorgefertigt sind. Aber das macht ja gar nichts. Das macht ja überhaupt nichts. So, wir machen hier eine kleine Tour. Hier ist der Eingang. Ich habe total lange gesucht, wo der Eingang ist. Deswegen verlassen die jetzt gerade auch alle den Zoo, weil ich den zwischenzeitlich zugemacht hatte, den Zoo. Und ich habe die Gäste ein bisschen limitiert. Denn da waren jetzt gerade eben fast 3000 Besucher drin. War ein bisschen viel. Müssen wir mal schauen, wie es ist. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass wir hier diesen Zoo zusammen angucken können. Ich mache mal das Hub weg. Ist ganz cool. Temperiertes oder gemäßigtes Biom ist das. Der Spawn hier ist ziemlich nice. Dadurch, dass da halt individualisiert ist, finde ich das ziemlich cool. Deswegen habe ich den halt auch gesucht. Das Design von den Häusern, das werdet ihr gleich noch sehen, das finde ich auch ziemlich cool eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Hier ein paar Tattoos an der Wand. Hier ein bisschen paar Plakate und so. Das ist eigentlich ganz nett. Dann gehen wir mal rein. Wie gesagt, ich habe versucht, die Zuggäste noch ein bisschen zu limitieren. Denn es ist ein bisschen sehr voll. Hier sind so... Achso, das ist vom neuen Südamerika-DLC, ne? Die sind cool. Die habe ich tatsächlich noch gar nicht selber gebraucht, diese Laternen. Hier ist dann der Eingang. Der Eingangsbereich, wie gesagt, ist ein bisschen crowded jetzt hier durch die ganzen Besucher, die jetzt alle gerade leider gehen müssen. Also ist es heute leider schon zu Ende. Nichtsdestotrotz können wir einmal hier lang gehen, weil hier ist ein Mitarbeiterbereich und so sehen die Häuser dann viel aus von denen. Mit Dächern bis runter zum Boden. Das finde ich gar nicht so schlecht. Gar nicht mal so falsch. Das gibt dem Ganzen, wenn man den dann später nochmal von außen sieht, so einen ganz, ganz süßen Look eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Finde ich gar nicht so schlecht. Finde ich gar nicht so unnice. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht in der Beta. Da habe ich das, glaube ich, auch so gemacht. Gut, das ist ein Ballon. Zwei Ballons. Naja, wir sind also hier im Zoo. Wie gesagt, ein paar Leute sind hier, zwei, drei Leute. Hier so ein individueller Eingang, finde ich ganz nett, ganz süß. Mit dem Zoo Lotti. Hier geht's zum Klo. Mal gleich mal hingehen. Das ist cool. Ich finde das auch nice, wenn man hier diese Infotafeln so viele nebeneinander macht. Das finde ich jetzt immer ganz cool. Und auch diese kleine Plaza hier mit den ganzen Pflanzen außenrum, finde ich, ist auch cool. Finde ich cool. Finde ich nice, finde ich cool, finde ich gut. Und diese Fackeln hast du überall benutzt, das finde ich auch ziemlich, ziemlich süß. So, dann sind hier ein Chief Beef und ein Gulpy Soda und zwei Toiletten. Stimmt, also Toiletten so gegenüber machen ist auch keine dumme Idee, ne? Mache ich eigentlich nie. Ich mache die immer nebeneinander. Aber so ein Gebäude, das macht das Ganze halt so ein anderes Zoo-Feeling hier, ne? Aber ihr seht schon, also Luftballons sind, glaube ich, gratis hier. Die hat jeder. Und da drüben seht ihr auch die ganzen Leute. Das ist halt dem geschuldet, dass hier die Wege so eng sind in dem Zoo. Das macht, das gibt ein Gefühl in diesem Zoo, dass er halt so schön süß verwinkelt ist, auch so urig und so. Aber wenn hier halt 2000 Besucher drin sind, jetzt nur 1500, dann ist das halt echt ein bisschen eng, ne? Aber die verlassen jetzt das Ding. Geht nach Hause! Hier haben wir auch nochmal das Gebäude. Ach, guck mal, ist das dasselbe Gebäude? Ja, tatsächlich. Das ist dasselbe Gebäude, aber mit einem Just a Moment und einer Information. Das finde ich cool. Und hier diese kleinen Pflanzen, die finde ich ja auch immer süß, ne? Ach, guck mal, hier ist keine Toilette, sondern hier ist der Looney Balloony. Kein Wunder, die kaufen alle einen hier. So, das ist das Reptilienhaus. Da geht's zur Prärie und WC und das Spielhaus. Oh, da bin ich mal gespannt. Gehen wir erst zum Reptilienhaus, würde ich sagen. Und oh, hier die ersten Tiere. Oh, das ist ein netter Zaun hier. Ah, guck mal, hier sind Rattenantilopen. Die haben ein süßes Gehege. Ich habe mir die Gehege tatsächlich noch gar nicht angeguckt. Oh, das finde ich aber süß. Das ist so ein bisschen... Da könnten auch keine Rattenantilopen drin sein. Wenn wir jetzt irgendwie so Hirsche hätten oder so, würden die, glaube ich, besser reinpassen, ne? In so ein Gehege hier. Mit den Bäumen und sowas. So, wenn wir keine Rattenantilopen hätten, sondern Hirsche, würde ich das cool finden. Ich finde das auch nice, dass hier die Bäume benutzt wurden aus dem Biom und nicht einfach Savannenbäume von denen benutzt wurden. Das ist ein cooles Gehege. Das können wir uns gleich bestimmt nochmal richtig angucken. Und dann hier diese ganzen Häuser. Das gibt so einem
So ein Sommerhaus-Feeling irgendwie. Kann das sein? Das kann sein. Ach, hier, das Reptilienhaus. Bin ich mal gespannt, wie du ein Reptilienhaus gebaut hast, weil ich habe ja jetzt für mein Sandbox-Zoo auch ein Reptilienhaus gebaut. Ah, das ist ja nochmal. Das ist ja nochmal ein Stück smarter als das, was ich gebaut habe. Das sieht cool aus hier mit dem Glas. Das ist nice. Ja, diese Glasdinger sind cool. Das hat sich gerade angehört wie Papageien. Ach so, da sind Lautsprecher drin. Okay, cool. Cool, hier sind Leguane drin. Vielleicht. Hier ist gar kein... Ach, da drüben ist einer. Hier sind grüne Leguane drin. Hm. Die gelbe Boa oder die grüne Boa. Ich weiß gar nicht mehr, wie das... Ach, hier vorne liegt eine. Sweet, sweet, sweet. Und dann müsste das hier diese... Die andere Boa sein. Die Boa Constrictor. Ach, die hängt da. Guck mal. Da hängt die. Und da liegt eine. Cool. Süß, süß, süß. Oh, jetzt wird's schwierig hier. Das ist ja die Puff-Otter, ne? Das ist die... Die Gila-Krustenechse. Die liegt da vorne. Das sind aber schön eingebaute Vivarien hier. Finde ich ziemlich nice. Müssen eine Klapperschlange sein, oder wie die heißen. Und das hier ist dann... Die braune Schlange. Keine Ahnung. Aber gut, das sind halt Vivarien. Aber ich finde das ganz nett, wie die eingebaut sind. Das gibt dem... Dadurch, dass da auch kein Dach drauf ist, also kein Zwischendach, macht das Ganze so ein bisschen luftiger hier. Das finde ich ziemlich nice. Hier hinten gibt's. Was ist denn hier los? Auf der einen Seite, achso, sind Ganges-Gavialen und auf der anderen Seite sind Krokodile. Das Fake, da sind gar keine drin. Hier auch nicht. Das war. Da ist nur die Scheibe hier so. Als Zaun, ne? Das ist auch cool. Das ist auch nice. Na, okay, wir gehen mal hoch und gucken jetzt mal. Vielleicht sieht man die ja von hier oben. Achso, guck mal hier. Ah, nice. Da hat man hier ein Fenster, da kann man beide Krokodilgehege sehen. Achso, da sind die Gaviale und hier... Ist da eins? Da? Das ist ein Krokodil? Glaube ja, ne? Müsste ein Krokodil sein. Ach, guck mal hier, was ist denn da los? Das ist ein bisschen Seafighting hier. Kannst du dir nochmal angucken dann. Aber das ist nett. Das, diese Übersicht hier. In meinem letzten Präsentation vom Zoo habt ihr auch gesagt, dass einem so ein bisschen schlecht wird, wenn ich so hin und her gucke. Ich versuche das mal ein bisschen. Warte mal. Ich glaube, wenn das. Oh ne, jetzt habe ich den Namen kopiert hier. Take it care. So, ich glaube, so ist ein bisschen smoother, ne? Lass uns nochmal schnell zu den Krokodilen hin. Das ist eigentlich ganz süß, das Reptilienhaus hier. Das finde ich ganz nett. Wie viele Besucher sind mittlerweile hier? 800 nur noch, okay. Da verdienst du natürlich kein Geld mit, aber es ist besser für meine Präsentation hier. So, hier sind die Ganges-Gaviale und da müssten die Leistenkrokodile dann sein. Ach, guck mal, da ist eins jetzt. Okay, nice. Das ist nett, dass das hier so sumpfig ist. Und ich finde das auch ganz cool, dass die so nebeneinander sind, die beiden Krokodils-ähnlichen Tiere. Das sind coole Gehege, weil die so schön sumpfig sind irgendwie, ne? So klassisch und dann doch so sumpfig. Hier, das ist auch, warte mal. Diese, oh mein Gott. Diese, kann ich hier durch den Zaun durch? Ja, diese Sprengler hier, die haben halt auch eine süße Farbe, die ich jetzt nicht benutzen würde. Aber das ist auch, da sieht man auch bestimmt das Sedinchen. Jetzt weiß ich natürlich nicht hundertprozentig, ob du... Ja doch, du bist wahrscheinlich ein Mädchen, ne? Habe ich jetzt einfach mal geraten. Dass das solche Farben dann auch sind. Und nicht so wie bei mir immer so die Standardfarben. Das ist eigentlich ganz nett. Eigentlich ganz cool. Ach, guck mal, hier sind die Krokodile dann. Also, guck mal, die kriegen ihr Futter hier hin und die anderen kriegen das hier hin. Weiß nicht warum. Buggt das vielleicht? Ist das vielleicht ein Bug? Dass der Pfleger da nicht hinkommt oder so? Zu der Schale? Ach, guck mal. Das ist cool. Ich finde die süß, die Gehege hier. Das ist nice. Kann ich durch die Scheibe? Wunderbar. So, das ist ein nettes Reptilienhaus. Das finde ich cool. Auch hier mit dem Glasübergang und so. Weil Vivarien kannst du eigentlich nie richtig einbauen. Da finde ich, ist das relativ smart gelöst. Ach, guck mal, hier ist nochmal so zum Rappenrand. Antilopen. Boah, wie viele sind denn da drin? Boah. Aber nice. Ich finde das cool, wenn da so viele drin sind. Das gefällt mir. Süß, süß, süß. Und auch hier diesen selbstgemachten Zaun finde ich gut.
Wenn die da nicht rüberspringen können, finde ich das noch besser, ne? Was steht hier so? Betreten verboten. Okay. Aber dann gehen wir da nicht rein, ne? Ja, doch, wir machen's. Nichts. Okay, schade. Hätte ja sein können, dass da noch so ein Geheimnis drin ist für mich. So, 800 Leute. Und scheinbar ist hier doch noch ziemlich crowdig. Also, ich find's ja gut, dass die Wege so schmal sind, aber es ist fürs Spiel ist es blöd. Das finde ich halt doof, weil an sich finde ich das ja ziemlich nice. Das gibt auch, das ist so ein bisschen waldig hier, kann das sein? Hier kannst du nochmal reingucken. Wenn das jetzt keine Rappenantilopen wären, sondern Elche, wenn wir Elche im Spiel hätten, dann wäre das nochmal ein Stück geiler, ne? Aber bis wir die halt haben, sind Rappenantilopen doch völlig in Ordnung. Finde ich ganz süß. Hier nochmal dieses Gebäude. Ich finde das auch cool, dass du das Gebäude öfter benutzt hast, auch mit den Klos da hinten. Weil ich meine, wenn's funktioniert, ne? Warum denn nicht? Und die Leute wollen so viel essen und trinken immer. Dann ist das vielleicht auch gar nicht so unsmart. Hier kannst du nochmal reingucken zu den Rattenantilopen. Das ist auch nett. Das mache ich in meinen Zoos meistens nicht. Das ist immer hier so, ist das ein Spielplatz? Das ist geil. Das ist nice. Spielplätze baue ich eigentlich nie, aber das ist das Spielhaus. Öffnungszeiten täglich von 9 bis 16 Uhr. Oh, das ist leer. Aber hier sind die Spielsachen. Das ist cool. Auch hier mit der Sandkiste und... Was sind das hier so? Bretter, die darüber gelegt wurden oder so? Nice. Ja, geil, ne? Die klaue ich mir, die Idee. Die klaue ich mir eiskalt. Hier gibt's Warzenschweine. Ach, guck mal, hier so ein süßes Warzenschweingehege. Das ist auch cool, ne? Das sieht richtig so zoomäßig aus. Mit der Hütte da links und dahinter noch ein anderes Gebäude und hier so die Warzenschweine. Kann man da von der anderen Seite noch reingucken? Nee. Das sieht nämlich so aus, als könnte man da hinten in das Haus reingucken. Aber so bin ich ja durch den Typen gebackt. Aber sonst ist es halt schön warzenschweinig, ne? Jawoll, da läuft eins. Sind so süß, Warzenschweine. Und auch hier mit dem niedrigen Zaun und so. Das ist echt sweet. Ah, da freuen die sich. Seht ihr da? Das hier? Da dachte ich, dass man da noch reingucken könnte irgendwie. Anstelle, dass das nur hier vorne wäre. Die Infostände sind cool. Oh, da noch ein Warzen. 4 Warzenschweine. Heftig, Alter. Heftig. Was machst du denn da? Ach, du trinkst. Das Gebäude, ja, bin ich mal gespannt. Ist das ein Zaun, der da hoch ist oder so? Sieht cool aus. Sieht cool aus. Das Spielhaus gefällt mir auch. Das Warzenschweingehege sowieso. Und dann hier nochmal eine Fressbuden. Ach, hier die Schmetterlinge. Die benutze ich eigentlich selten oder nie. Fressbuden, Just a Momento, Looney Balloony, Street Fox, Cockfee. Achso, guck mal hier. Ah, okay. Und hier kann man dann reingucken zu den Warzenschweinen. Ah, nice. Das ist cool, das Gebäude hier. Auch mit den Lautsprechern und so. Das ist nett. Das finde ich nett. Auf der anderen Seite auch nochmal Klos. Wunderbar. Ja, viele Klos, ne? Das ist ja das, was meine Zoos manchmal nicht haben. Klos. Café, Warzenschwein, Schlafplatz, WC. Ich hätte auch lesen können, dann hätte ich gewusst, dass da Warzenschwein, Schlafplatz ist. Wo geht's hier lang? Zur Prärie oder WC? Gehen wir jetzt zu den Trampeltieren oder gehen wir zur Prärie? Ich tendiere jetzt erstmal zur Prärie, weil ich habe gesehen, hier gibt's nämlich die Bisons. Auch ein cooles Gehege. Na, mir gefallen die Gehege wirklich. Und hier diese Absperrung, das finde ich ziemlich nice. Oh, dann hier so riesige Bisons. Das ist natürlich jetzt der Realismusfaktor, ist natürlich die Frage, ob 3 Seile so einen riesen Bisonbullen aufhalten können. Aber wenn es funktioniert im Spiel, dann funktioniert es auch im Real Life. Die sind süß. Das sind somit so die besten Kühe, die wir so haben im Spiel, ne? Bisons? Ah, ich könnte noch so viele andere Tiere im Spiel haben. Was lachst denn du darüber? Ein Salon. Oder Saloon. Der sieht cool aus. Das ist so ein bisschen wie bei Planet Coaster, ne? Da gibt es ja auch diese Westernstadt. Und da passen natürlich Bisons sehr, sehr gut dazu. Das ist ein nettes Gehege tatsächlich für die. Da mit der Hütte und so. Die ist auch so ein bisschen wie in so einem Western-Style gehalten, ne? Hier vorne mit diesem... mit dem Ding. Finde ich cool. Hier nochmal so ein cooles Gebäude.
mit einem Maxalente und einem Pipshot Water. Das ist dann auch hier Südamerika-Stuff. Passt auch sehr gut zur Ecke hier hinten. Dann hat man hier noch mehr Bisons. Das sind auch kleine süße Baby-Bisons. Sind die sweet? Sind die sweet? So, wo geht's hier lang? Noch weiter. Hier nochmal so ein Saloon-Gebäude. Finde ich nett. Finde ich gut. Und Gabelböcke. Guck mal, es ist halt... Alle Gehege sind irgendwie so ein bisschen angehaucht wie so ein Wald. Das finde ich ganz cool eigentlich. So, als wären die Gehege in ein existierendes Biom gekommen und nicht das Biom ins Gehege. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, als hätten die Bäume wären halt hier gewesen und da hätte man halt gesagt, okay, die Tiere, die ziehen da jetzt so ein. Aber da müsstest du ja eigentlich... Oh, ne. Oh, ne. Ist das blöd. Da müsstest du eigentlich nämlich die Dings ausgemacht haben. Die Zufriedenheit der Tiere. Ich laufe jetzt hier über Stock und Stein jetzt. Ausgestellt haben, weil sonst finden die Pflanzen ja blöd. So, sind wir endlich hier wieder. Das ist aber nett. So als Prärie. Und dann hier hinten immer diese kleinen süßen Essecken hier. Die sind auch süß. Das heißt, ich finde es auch cool, dass hier diese Laternen auch immer im selben Stil gehalten sind. Und das ist auch ein schöner Abschluss hier für die Ecke so. Da finde ich gut. Finde ich, gefällt mir. Ein paar Gabelböcke, die hier rumlaufen. Rap. Die machen auch immer schöne Geräusche. Hier nochmal ein Mitarbeitergebäude. Ist ja Backstage, von daher finde ich das okay. Das ist so... Ja, wie soll ich sagen? Dass das nicht so ausgeschmückt ist wie andere Gebäude, ne? So wie, also der Saloon hier oder diese nordamerikanischen Gebäude sehen halt mehr ausgeschmückt aus als Personalgebäude. Aber das macht ja nichts, dein Personal ist ja eh immer Backstage. Dann passt das. Ich finde das Bison-Gehege cool. Ich finde die Gehege alle cool. Zurück in den Wald hier. Ja, mit nur 1000 Gästen ist das tatsächlich besser als mit 3000 Gästen. Muss ich leider so sagen. Hier sind die Bisons dahinter. Und hier müssten die Trampeltiere dann sein. Ganz genau. Trampeltiere, Snacks, WC. Okay. Das muss ja dann das sein aus dem Planet Zoo-Dings, was du gesagt hast. Da drüben nochmal so ein Gebäude mit Essen und so. Ui. Ein großes Haus für die Trampeltiere. Ach, guck mal hier, süß. Ach, guck mal, hier ist Wasser dann als Abgrenzung. Das ist auch cool. Dann kann man nämlich genau hier diesen kleinen Zaun dann nehmen. Die sind alle drin jetzt. Aber das Gehege sieht cool aus. Mit den Palmen und mit diesen Kakteen hier unten. Das sieht süß aus. Ist auch cool, dass die Bäume und darunter sind dann so die Büsche so als... Ja, wie nennt sich das? Dass das so zusammenhängt. Das finde ich ganz cool. Und dann die Trampeltiere. Gehen wir kurz rein zu den Trampeltieren. Das gibt dem Ganzen noch ein anderes Flair, wenn hier vorne das Wasser ist, ne? Du bist halt ein Stück weiter weg, aber du bist noch auf derselben Höhe wie die Trampeltiere. Das ist eigentlich ganz cool. Und das ist dann hier drin bei den Trampeltieren, ja. Die haben Riesengehege, ne? Die sind so ein bisschen das Highlight hier. Oh, wie viele da sind. Krass. Das könnte auch gut ein Elefantenhaus sein oder so. Aber für Trampeltiere passt das auch sehr gut. Das gefällt mir. Finde ich nice. Finde ich wirklich nice. Genau, und hier ist noch so eine Infotafel. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesehen. Glaube ich. Oder so ähnlich. Und nochmal so eine Hütte. Die kennen wir ja mittlerweile. Macht die ja nicht schlechter oder so. Und passt sich ja gut an in den Style von dem ganzen Zoo. Was sind hier? Aldabra, Riesenschildkröten. Ach, guck mal hier. Die Häuschen. Die sehen cool aus. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die... Das ist so ein bisschen wie das Häuschen, was ich hier in meinem Zoo gebaut habe, ne? Das ist auch ganz nett. Haben die Aldabra-Riesenschildkröten auch so mega hart Stress wie meine? Hoffe nicht. Hoffe, das ist nicht so das Problem bei dir. Schildkröten finde ich immer... Gefühlt sind die immer mega langweilig, aber wenn du dann wirklich in einem Zoo bist und guckst, dann sind die auch schon irgendwie mega interessant. Die haben halt immer die Ruhe weg, ne? Das ist aber ein nettes Gehege für die, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir. Hui. Hier hast du jetzt ein bisschen mit dem...
Südamerika-Style. Ja, aber klar, dass da wieder eine Toilette im Hintergrund ist. Das ist so nice mit den Klos. Das muss ich mal besser machen. Dass man die Klos halt immer so im Hintergrund versteckt. Da bin ich halt echt schlecht da drin. Das ist, was ich auch cool finde, ist, dass das Dach nicht so hoch geht, sondern dass man sieht, dass hier dieses Bambusdach da drüber ist. Dass das so ein Gebäude in einem Unterstand ist, so ungefähr. Das finde ich ganz cool. Ja, nice. Ja, nice. Was ist hier jetzt noch? Was? Kinder Underwater Viewing. Und hier geht's so Snacks. Gehen wir mal kurz zu den Snacks. Snacks und Zwergflusspferd, okay. Gesperrt Baustelle. Ja, ich freue mich drauf, wenn es hier noch weitergeht, auf jeden Fall. Zwergflusspferde, Snacks und WC. Achso. Ach so. Okay, ah, und da ist die dann. Ah, ja, ja. Da ist dann das Unterwasser-Viewing-Ding. Ach, guck mal hier, so ein Zwergflusspferdgehege. Hier sind dann deutlich weniger Bäume, ne? Das, obwohl die dann im Regenwald leben. Gehen mal kurz rein. Achso. Das ist auch cool. Und hier natürlich ein krasser Dome. Du, so ein cooler Dome. Warte mal. Ich mag Domes. Die sind super nervig zu bauen, aber ich finde die so cool. So cool. Das ist... Weiß nicht. Erinnert mich so ein bisschen an den ich auch mal gebaut habe. Kann das sein? Aber auf der anderen Seite, Domes sehen immer so aus. Da finde ich auch, das hier finde ich halt immer so nice, ne? Das sieht immer krass aus, aber cool. Oh, Zwergflusspferde hier. Kann man echt so viele halten? Oh, hier, das Becken finde ich cool. Dass das hier so ein eingelassenes Becken ist irgendwie. Aber man kann leider nicht ins Wasser. Können die dann ins Wasser oder ist das fake? Und selbst wenn es fake ist, sieht es halt cool aus, ne? Ja, nice. Kleine, süße Zwergflusspferde. Wie viele sind denn hier? 5? Krass. Achso, und hier gibt es nochmal was zu futtern. Noch was zu trinken. Ja, das wollen die Besucher. Ich finde diesen kleinen Dächer hier, die so vorstehen. Finde ich auch cool. Gleich mal gucken, wie du das gebaut hast. Jo, gehen wir nochmal kurz zu Unterwasser-Viewing. Und dann sind wir, glaube ich, auch fast fertig, ne? Kann das sein? Was gab's hier? Hier gibt es das Unterwasser-Viewing. Achso. Okay, und dann ist es nicht so mega tief wie... Wie ich das erwartet hatte, sondern dass man hier so gucken kann. Für die Kinder, ja. Ist ja auch Kinder Underwater Viewing. Achso, und jetzt sind wir hier. Ja, nice. Nice, 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 nice. Ich finde das gut. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesehen. Ups. Nein, 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 nein. Abbrechen bitte. Dankeschön. Ich wollte so machen. Jo, das ist der Zoo Lotti. Finde ich cool. Hier an so einem schönen Sonntag mal durchzugehen. Ich finde besonders... Das ist natürlich sehr crowdig, wenn da so viele Besucher drin sind. Jetzt sind es so ungefähr 1000, dann passt das. Aber die Wege sind halt sehr schmal. Aber das macht gar nichts, weil das so ein gutes Gefühl gibt. Und dann finde ich das ganz nett, dass das so... sind halt alles friedliebende Tiere, ne? Bis die gefährlichsten Tiere, die es hier in dem Zoo gibt, glaube ich, sind die beiden Krokodilarten hier. Die Gaviale und die Krokodile. Die auch ein cooles Gehege haben, dass das so geteilt ist. Das gefällt mir. Dann diese Häuser hier. Da dachte ich erst, als ich das gesehen habe, okay... Aber wenn man dann mal so guckt, dann sieht das eigentlich ganz nett aus. Dass die Dächer so bis runter gehen. Finde ich ganz cool. Die Trampeltier... nennt sich das? Das Trampeltier... Die Trampeltierhalle finde ich auch ziemlich cool. Und da bin ich mal gespannt. Man kann auf jeden Fall noch ein bisschen was machen, denke ich mal. Es ist auch ganz cool, dass hier diese... Zum Beispiel das Warzenschweingehege. Ist das überhaupt groß genug für die? Ja, tatsächlich. Dass das alles so... so groß ist für die... Ach, guck mal, die haben die Zufriedenheit ausgestellt. Aber sonst würden die Pflanzen nämlich nicht mögen, ganz genau. Aber das sieht halt cool aus mit so vielen Pflanzen. Da muss ich dir halt recht geben. Und dann hier das Bison-Gehege und die Gabelböcke. Es ist süß. Es ist süß. Es gefällt mir. Der Zoo Lotti. Ich bin gespannt, wenn hier die Baustelle weitergeht. Was da noch sein kann. Ich stelle mir auch nochmal so 2, 3 Raubkatzen hier vor oder so. So Tiger und Löwen würden auch noch gut reinpassen. Ich wäre auf jeden Fall gespannt, wie es hier weitergeht. Vielleicht gucken wir uns den Zoo Lotti ja nochmal irgendwann wieder an. Und eventuell habt ihr ja auch einen Zoo, den ich mir angucken soll. Dann schreibt mir auf jeden Fall auf Discord oder schreibt mir auf Steam oder schreibt mir hier in die Kommentare. Und dann kann es sein, dass ich mir euren Zoo auch mal angucke. Seid auf jeden Fall nett in den Kommentaren. Ich finde jetzt hier
Den C. Den C. Ich finde den C. Ich finde den Zoo ziemlich cool. Der gefällt mir. Tatsächlich. Ist gut gemacht. Ist gut gemacht. Auch ein paar Sachen, die ich eventuell so übernehmen könnte. So, eventuell hast du nicht nur Inspiration von mir genommen, sondern ich nehme dann auch Inspiration von dir. Was ich auch nochmal kurz gucken wollte, wie hier diese Überstände. Achso, das sind diese. Okay, ja. Ja, von unten sah das nicht so aus, aber von oben, okay. Dann weiß ich, was das ist. Das sind diese Überstände vom asiatischen Ding. Und das hier ist so ein klassischer Dome, ne? Ganz genau. Finde ich cool. Ah ne, es ist tatsächlich nicht so einer, wie ich hatte. Denn hier ist dieses, dieses Relief. Kalksteinrelief. Das sieht mega cool aus. Das sah man gar nicht, als man rumgelaufen ist, aber von hier sieht man das. Finde ich nice. Finde ich nice. Seid nett in den Kommentaren zu Selinchen. Und wir sehen uns dann eventuell nächsten Sonntag wieder mit einer weiteren Zoovorstellung oder einem Zoobesuch. Und ansonsten, ja, sehen wir uns morgen wieder zu einem weiteren Planet Zoo Video. Bis dahin, haut raus mal rein. Tschüss, Leute.